Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema LibreOffice Makrocode ansehen und bearbeiten. Öffnen Sie den Dialog LibreOffice Basic Makros mittels Extras, Makros, Makros verwalten, LibreOffice Basic. Wählen Sie das gespeicherte Makro aus, hier Test 2, aufgenommen und LibOff. Und klicken Sie auf Bearbeiten. Die Basic-IDE öffnet sich und das Makro kann hier bearbeitet werden. Das Makro sieht komplizierter aus, als es ist. Die nachfolgenden Erklärungen werden Ihnen helfen, die meisten der verwendeten Befehle der Reihe nach zu verstehen. Kommentare starten mit REM. Das Schlüsselwort REM. Eine Abkürzung des englischen Wortes für Remark, Anmerkung, leitet ein Makrokommentar ein. Der Rest der Zeile nach dem Wort REM wird ignoriert. Alternativ kann auch ein einfaches Anführungszeichen oben zur Kennzeichnung von Kommentaren benutzt werden. LibreOffice Basic Schlüsselworte kennen keine Groß- und Kleinschreibung. Demnach sind REM klein geschrieben und REM groß geschrieben gleichwertig. Wenn Sie in der API definierte symbolische Konstanten verwenden, sollten Sie die Groß- und Kleinschreibung jedoch beachten, um auf der sicheren Seite zu sein. Subroutinen mit Sub festlegen. Routinen oder Prozeduren werden durch das Schlüsselwort Sub, zum Beispiel hier an dieser Stelle oder an dieser Stelle, eingeleitet. Einzelne Makros werden in Routinen gespeichert, die mit Sub beginnen. Das Ende einer Routine wird durch die Zeile End Sub, zum Beispiel hier oder hier, gekennzeichnet. Der Code beginnt mit der Definition der Routine namens Main, die leer ist und nichts bewirkt. Die nächste Routine, zum Beispiel LibOff, enthält den generierten Code. LibreOffice erstellt jedes Mal eine leere Routine namens Main, wenn ein neues Modul erzeugt wird. Zwei Anmerkungen: Sie können Makros auch Werte, Argumente übergeben. Funktionen sind spezielle Routinen, die einen Wert zurückgeben. Sie werden durch das Schlüsselwort Function anstatt Sub eingeleitet. Aufgezeichnete Makros sind immer vom Typ Sub. Variablendefinitionen mittels DIM. Um eine Information für eine spätere Verwendung zu speichern, können Sie diese auf ein Stück Papier schreiben. Auch eine Variable enthält eine Information, die später gelesen oder verändert werden kann. Der DIM-Befehl ähnelt einem Stück Papier, das Sie auf Ihren Schreibtisch legen, um später darauf eine Information oder eine Nachricht zu vermerken. Das Makro LibOff definiert die Variablen Document, und zwar hier, und Dispatcher, die nächste Zeile, vom Typ Objekt. Variablen können auch vom Typ String, Integer oder Date sein. Weiter unten wird noch eine weitere Variable, und zwar args 1, als Feldarray von Property-Werten definiert. Variablen vom Typ Array können mehrere unterschiedliche Werte enthalten, ähnlich wie unterschiedliche Blätter in einem einzigen Ordner zusammengefasst werden können. Die Werte eines Arrays sind aufsteigend nummeriert und beginnen mit 0. In unserem Fall gibt es nur einen Wert, daher bleibt es bei der 0 in den Klammern. Das Makro im Zusammenhang. Vorab: Für das Gesamtverständnis ist es nicht unbedingt erforderlich, alle der im Folgenden beschriebenen Details zu verstehen. Die erste Zeile definiert den Start des Makro mit der Zeile sub libOff. Dann werden zwei Variablen deklariert: Zum einen Document und in der nächsten Zeile Dispatcher. Diskomponent bezieht sich auf das aktuelle Dokument.
Die Dokumenteigenschaft Property Current Controller referenziert einen Dienst, der das Dokument sozusagen kontrolliert. Wenn Sie zum Beispiel etwas eingeben, dann bemerkt das der Current Controller. Der Current Controller schickt Dispatch dann die Änderung an den Dokumentrahmen Frame. Die Property Frame eines Controllers ergibt den Hauptframe für ein Dokument. Daher referenziert die Variable Document in der folgenden Zeile den Dokumentrahmen, der die verschickten Befehle erhält. Document gleich discomponent.currentController.frame. Die meisten Aufgaben in LibreOffice werden durch ein Kommando, welches abgeschickt dispatched wird, ausgeführt. LibreOffice enthält einen Dienst namens Dispatch Helper, der den größten Teil der Dispatch-Arbeit erledigt, wenn in Makros Dispatch-Befehle verwendet werden. Die Methode createUnoService akzeptiert den Namen eines Dienstes Service und versucht, eine Instanz dieses Dienstes zu erzeugen. Nach der Ausführung enthält die Variable Dispatcher eine Referenz zu einem Dispatch-Helper. Und zwar in dieser Zeile. Dann wird ein Feld, Array, von Eigenschaften, Properties deklariert. Jede Property hat einen Namen und einen Wert. Es handelt sich also um ein Namen-Werte-Paar. Das hier erzeugte Feld besitzt eine Property mit Index 0. Das ist diese Zeile. Dann wird die Property mit dem Namen Text in dieser Zeile sowie dem Wert LibreOffice in dieser Zeile versehen. Der Dispatch Helper verschickt mit dem Kommando UNO:Doppelpunkt Insert Text ein Dispatch an den Dokumentrahmen, der in der Variable Dokument gespeichert ist. Die Erklärung der Bedeutung der beiden Argumente Rahmennummer und Suchflex würde diese Einführung sprengen. Das letzte Argument schließlich ist das Feld mit den Property-Werten, die bei der Ausführung des Befehls Insert Text benutzt werden sollen. Und zwar ist das diese Zeile. Als letztes wird die Routine beendet mittels Zeile End Sub. Das war Josef Pau von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!